Ja, herzlich willkommen, liebe Facebook-Fans vom Handball-Stammtisch. Ich befinde mich hier hinter mir, könnt ihr es gut sehen, an der S. Oliver Arena in Würzburg. Hier findet am Freitag das Zweitligaspiel der DJK Rimpaarer Wölfe gegen den VfL Lübeck-Schwattau statt. Anpfiff ist um 20 Uhr am Freitag, den 13.04. Dazu haben wir in unserem letzten Handballstammtisch mit Matthias Obinger ein kleines Gewinnspiel gemacht, beziehungsweise für euch ein kleines Gewinnspiel aufgerufen. Zu gewinnen gibt es 2x2 Freikarten für dieses Spiel am Freitag um 20 Uhr, wie gesagt, hier hinter mir in der S. Oliver Arena. Und ich möchte mit euch jetzt ganz kurz den oder die Gewinnerin ziehen. Leider haben beim Gewinnspiel gar nicht so viele teilgenommen, an der Zahl 3 Stück. Von daher sind für die 3 natürlich dann die Gewinnchancen recht hoch. Ich ziehe jetzt hier einfach mal wieder, habe hier alle 3 Gewinner wieder in Zettel in meinem Topf und fange jetzt einfach mal an, hier den ersten zu ziehen. Der erste Gewinner, die Gewinnerin, ist Romina Keidel. Da weiß ich ganz besonders, dass sie sich freut, langjähriger Rimpaarer Wölfe-Fan. Herzlichen Glückwunsch an dich. 2 Freikarten gehen an deine Adresse. Und der zweite Gewinner ist Uli Zimmermann. Uli Zimmermann, herzlichen Glückwunsch. Auch du hast 2 Freikarten gewonnen für das Spiel am Freitag zwischen den Rimpaarer Wölfen und dem VfL Lübeck-Schwattau. Wie gesagt, feuert fleißig an, tatkräftig, dass die Rimbacher hier wieder gewinnen. Dritter gegen 5. Platz aktuell in der Tabelle, sicherlich eine heiße Kiste. Wir vom Handballstammtisch drücken auf jeden Fall den Rimbachern fest die Daumen, dass es mit einem Heimsieg was wird. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß, genießt das Wetter, genießt das Spiel am Freitag und wir hören uns wieder demnächst, euer Handballstammtisch. Macht's gut, bis bald. Tschüss, ciao.